Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge hier von mir, Andi, für Herz und Hirn Productions. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute Folge 4 von meiner neuen Rubrik Unnützes Wissen und heute geht's um unnütze Gesetze bzw. Verordnungen weltweit. Ja, dann kommen wir auch mal zum ersten lustigen Fakt und zwar geht's ab nach Amerika. Amerika ist ja wirklich Urheber für etliche sinnlose und skurrile Gesetze. So auch unser erstes. Hundefänger in Denver dürfen erst ihrem Handwerk nachgehen, wenn sie die Hunde vorher durch Plakate gewarnt haben. Der nächste Fakt. In Idaho dürfen Frauen mit einem Gewicht über 90 Kilo nicht in Shorts auf Pferden reiten. Jetzt ab nach Kalifornien. Wer in Kalifornien Mäuse fangen will, braucht Tatsache hierfür eine Jagdlizenz. Und jetzt ab nach Kentucky. Hier darf eine Frau, die sich in einem Bademantel einem Hai ernährt, nicht ohne Knüppel bewaffnet sein. Es sei denn, sie wird von zwei Polizisten begleitet. Das Gesetz tritt aber nicht in Kraft, wenn die Frau weniger als 45 Kilo wiegt oder mehr als 100 Kilo. Oder es sich hierbei um ein weibliches Pferd handelt. Wenn es in Missouri brennt, darf eine Frau im Nachthemd nicht einfach gerettet werden. Laut Gesetz gibt es noch genug Zeit, dezente Kleidung anzulegen. Erst dann darf die Feuerwehr tätig werden und die Frau in Not retten. Viele von euch kennen es sicherlich. Zu Beginn eines sportlichen Wettkampfes wird oft eine Münze hoch in die Luft geschleudert, um zu sehen, wer beginnen darf. In Amerika gilt dies Tatsache in dem Staat Virginia bereits als Glücksspiel. Fußball existiert ja schon lange in Deutschland, aber wusstet ihr, dass ein wichtiges Gesetz erst 1896 erschien? Und zwar, dass der Fußballplatz frei von Bäumen zu sein hat. Die Todesstrafe in Deutschland, wie passt das zusammen? Und zwar in Hessen. In Hessen ist Tatsache noch im Landesrecht verankert, dass die Todesstrafe ausgesprochen werden darf. Aber im Bundesrecht ist die Todesstrafe verboten. Das heißt, dass dieses Gesetz in Hessen gar nicht greifen kann, denn Bundesrecht bricht Landesrecht. Als Arbeitsunfall gilt in Deutschland bereits Folgendes. Und zwar fällt ein Arbeitnehmer durch Schlaf von seinem Stuhl, gilt dies als Arbeitsunfall. Und noch ein knallharter Cut. Und zwar, Männer und Frauen sind laut einem Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofes in Deutschland dazu verpflichtet, während des Geschlechtsaktes dem Partner es quasi nicht zu signalisieren, wenn die Befriedigung nicht ausreichend ist. Heißt, kurz gesagt, ist der Sex scheiße, müsst ihr eurem Partner aber trotzdem ein grinnendes Gesicht machen und den Orgasmus vorspielen. Das deutsche Finanzsystem hat auch ein lustiges Gesetz parat. Und zwar § 16 des Finanzgesetzbuches besagt, dass der Tod kein Grund für Arbeitsunfähigkeit sei. Hi, meine österreichischen Freunde. Ich grüße euch. In eurem Land ist ja eigentlich alles ganz gut geregelt und mir fiel es wirklich schwer, was zu finden. Aber ein skurriler Fakt, bzw. zwei skurrile Fakten fand ich heraus. In Österreich ist es für eine Privatperson günstiger, sich einen Bus oder LKW zuzulegen, als einen PKW. Ganze 31% des PKW-Kaufes gehen an den Staat. Bei einem Bus bzw. LKW können es bis zu 0% sein. Auch recht witzig in Österreich, wenn die Eltern nach der Geburt ihres Kindes bis zu 4 Wochen nicht wissen, wie ihr Kind genannt werden soll, darf dies der Bundespräsident in Österreich entscheiden. Und jetzt von den Österreichern zu den Schweizern. Hi an euch! Lustig bei euch im Land ist es ja Tatsache, dass man sonntags keine Wäsche aufhängen darf. Gut an die, die einen Trockner haben. Grund dafür sei einfach die Optik. Es sieht einfach nicht gut aus. In der Schweiz ist es nach 22 Uhr in einer Etagenwohnung verboten zu spülen. Dass Gesetze manchmal wirklich sinnlos und lustig sind, hat dieser Herr bewiesen. Er musste sich schlapplachen über eine neue Gesetzesänderung über das Schweizer Nationalgut Bündnerfleisch. Hier der Auszug. In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung zum Zolltarif zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel.
zum Beispiel Bündnerfleisch. Ausgeschlossen von diesem Kapitel bleibt hingegen Fleisch, bei dem die Wirkstoffe auf allen Flächen des Erzeugnisses. Und jetzt von Europa nach Indonesien. Es ist Tatsache total egal, ob du aus Deutschland oder egal welchem Land kommst, ob du Urlauber bist oder in Indonesien lebst. Der Besitz von Drogen wird in Indonesien Tatsache mit der Todesstrafe bestraft. Tatort Kenia. Ein gestohlenes Huhn? 1 Jahr. Eine gestohlene Ziege? 2 Jahre. Eine gestohlene Kuh? Bis zu 6 Jahre. Ja, und jetzt nach Australien. In Down Under haben Besitzer von Pferden es recht gut. Und zwar besuchen sie eine Bar. Ist der Barbesitzer dazu verpflichtet, das Pferd erstens unterzustellen, zweitens mit Futter zu versorgen und Tatsache eine Tränke bereitzustellen. Heißt, wenn jemand wirklich mit seinem Pferd an einer Bar ankommt, müssen diese 3 Optionen von dem Barbesitzer erfüllt werden. Genial! Wenn dir die Folge doch gefallen hat, dann bitte einfach mal abonnieren oder mir einfach mal ein Like geben. Das würde mich mega freuen. Und ansonsten bleibt gespannt, nächste Folge kommt, circa 4-5 Tage. Dann eine neue Folge zum Thema unnützes Wissen. Was es sein wird, da lass dich überraschen. Ich freue mich, wir sehen uns.